Oh mein Gott, was steht hier? Hier steht nicht mal Off-White, sondern hier steht Off-Wood-Tie. Off-WH-Tie. Also sich einfach mal gedacht, ist ja wurscht, wie man Off-White schreibt, Hauptsache es schaut so aus. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Irgendwas stimmt da nicht. Absolut richtig, den Spürnasen in der Maximilian-Arme wird nicht nur meine neue Frisur aufgefallen sein. Fresh as fuck. Sondern natürlich auch, dass da irgendetwas mit meinem Kleiderschrank anders ist. Also einen großen Applaus, wirklich, Maximilian Army. Ihr habt immer die Augen offen und bemerkt natürlich, dass ich hier etwas verändert habe. Alles fein, säuberlichst, in jede einzelne Farbe geschlichtet. Und hier nochmal von Blau bis über Grün, bis über Beige zu Rot und zum Schluss Orange und Gelb sortiert. Und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Kann man auf alle Fälle lassen. Das Ganze sieht jetzt um einiges aufgeräumter aus. Und man muss echt einen Schritt zurückgehen, um zu sehen, wie groß das Ding eigentlich ist. Also das ist wirklich, wirklich fett. Aber die ganz Klugen werden merken, hey, da fehlt etwas. Wo sind die Hosen? Ja, Freunde, ganz einfach, dadurch, dass die meisten Shirts sowieso oversized sind, bei mir habe ich mich dazu entschieden, einfach keine Hosen mehr zu tragen. Ich finde das um einiges gemütlicher und schaut auch richtig elegant aus, wie man hier sieht. Nein, keine Sorge, es werden hier weiterhin Hosen getragen. Hosen gehören zum Outfit einfach dazu. Wer genau aufpasst, sieht, hier am Bett liegen die ganzen Hosen, die vorher hier gehangen sind. Ich habe noch keinen Plan, wo ich die eigentlich hinhängen soll, aber völlig egal. Hier liegen noch ein paar Jacken, die ich aussortiert habe und beste Geschichte. Seht ihr das, was hier liegt, liebe Freunde? Wir waren ja komplett ausverkauft und jetzt kommt die Story. Es gab tatsächlich Leute, die bestellt haben und versucht haben, ihre Bestellung sich zu erschleichen, mich zu bescheißen und das Ganze gratis zu bekommen, haben gewartet, bis das Paket von uns abgeschickt wurde und haben dann einfach ihre Zahlung storniert. Und haben sich gedacht, wir checken das nicht und die bekommen ihr Paket dann gratis. Ja, natürlich haben wir das mitbekommen. Ganz ehrlich, wenn eine Zahlung storniert wird, wird man natürlich auch benachrichtigt. Und dementsprechend haben wir alle Pakete wieder zurückgeholt. Und der Nachteil dieser Idioten ist der Vorteil von euch, liebe Freunde. Es gab ja Hunderte unter euch, die einfach nichts mehr bekommen haben. Das hat mir auch sehr, sehr leid getan. Deswegen, die Idioten haben ihr Recht auf ihre Bestellung verwehrt und ihr habt die Möglichkeit, jetzt noch schnell was zu bekommen. Ich habe das gestern schon released, keine Ahnung, ob noch was da ist zu diesem Zeitpunkt, aber checkt auf alle Fälle mal maximilian.eu ab. Ich glaube, es sind hier noch ein paar Shirts in... Wow, jetzt fliegt mir gleich die Kamera runter. Und hier haben wir noch ein paar Shirts aus der letzten Kollektion, also unbedingt abchecken, jetzt auf maximilian.eu. Schaut schon cool aus eigentlich. Apropos dritte Kollektion, ich habe nie von der dritten Kollektion gesprochen. Top Überleitung an dieser Stelle. Apropos dritte Kollektion, liebe Freunde. Ihr wisst, ich sitze da dran seit ewiger Zeit, um jetzt an der dritten Kollektion richtig hart zu schrauben. Und die wird so lit. Das sage ich immer wieder, aber die wird so lit. Übrigens, wer es noch nicht weiß, die wird so lit. Die Kollektion wird alles bisher dargegeben übertreffen. Wird ganz anders als die Kollektionen davor. Also wer sich gedacht hat, ja, es kommt jetzt einfach ein neuer Colorway raus. Nein, so wird es nicht sein. Es kommt auch ein neues Design. Ich habe ja auch gesagt, dass ich immer wieder vereinzelt jetzt in den Videos sagen werde, was sich verändert. Es wird geben Shirts und Hoodies, aber keine Kurzarm-Hoodies, sondern diesmal passend für den Winter natürlich Langarm-Hoodies. Das sind die Infos zur neuen Kollektion. Bleibt auf alle Fälle dran, es wird jetzt alles schnell auf schnell gehen, mehr und mehr Infos und vielleicht kommt auch schon dann das erste Piece an. Und vor allem auch die Story dahinter ist beeinflusst durch meine Geschichte, die ich im Laufe meiner Karriere meines Lebens durchgemacht habe, sind da immer wieder Einflüsse, ganz persönliche Einflüsse von mir drinnen, die werde ich euch dann alle noch erzählen. So, wir kommen heute zum eigentlichen Thema, liebe Freunde, und zwar, ganz ehrlich, Yeezy Fake, was? Off-White Fake Arbeitsschuhe. Unzerstörbare Off-White Fake Arbeitsschuhe. Wer braucht sowas? Das ist einmal Punkt Nummer 1. Wie komme ich überhaupt dazu? Ihr wisst ganz genau, wenn man Instagram durchgeht, wird man nicht nur belagert mit Werbung, sondern auch mit Fake-Stuff belagert. Jede Firma kann Werbung auf Instagram und Facebook schalten. Das ist ihnen vollkommen egal, wo das Geld herkommt. Und dementsprechend bekommt ihr natürlich auch Werbung von Fake-Seiten. Ich bin mein Instagram durchgegangen, das war schon im August, habe dann zufälligerweise ein Video von diesen Arbeitsschuhen
gesehen und habe mir einfach nur gedacht, what the fuck, und gleich wieder weiter gescrollt. Aber vor kurzem hat mir das Video mal einer geschickt und habe mir gedacht, warum euch das vorenthalten, was es für fürchterlichen Schrott gibt, ich muss das mit euch teilen. Ich habe eine Seite gefunden, die sich ebenfalls gedacht haben, what the fuck, Yeezy, jetzt sage ich schon wieder Yeezy, what the fuck, Off-White Arbeitsschuhe. Genau das werde ich euch jetzt zeigen. Ich habe das Ganze hier schon vorbereitet und zwar auf der Seite Soul Collector. Keine Angst, ich habe auch keine Ahnung, was das für eine Seite sein soll. Aber ja, klassischerweise, hier wird mir schon mal wieder Off-White und auch Vêtements angeboten. Das wollen wir aber jetzt nicht. Wir wollen jetzt keinen Legit-Stuff, sondern wir wollen den richtig nice Fake-Stuff sehen. Also, scrollen wir jetzt einfach mal ein Stück nach unten und hier lesen wir schon: These fake of white Yeezys are instructable. Ah, also doch irgendwo Yeezy mit reingemischt. Mach ich doch nicht so behindert. Okay, weil ich habe nur das Off-White erkannt. Ja, jetzt sehe ich es natürlich. Yeezy Off-White, das hatten wir ja schon mal. Aber diesmal haben wir die Yeezy Off-White Arbeitsfake-Schuhe. Fake-Arbeitsschuhe, whatever. Wir schauen uns das mal an. Und hier sehen wir, sie fahren hier einige Geschütze auf. Diese Schuhe sind nicht nur absolut stylisch, modisch und am Zahn der Zeit, sondern auch schlagfest. Anti-Smashing. Ja, keine Sorge, die sind Anti-Smashing, weil wer diese Schuhe anzieht, wird niemals mit einem Mädel smashen können. Okay, wir schauen mal weiter. Nicht nur, dass du mit einem Autoreifen drüber fahren kannst, braucht man ja natürlich auch. Also jedes Mal, wenn ich mit meinen Yeezy oder Off-White Nike-Schuhen rausgehe, denke ich mir, was ist, wenn mir jetzt der Uber-Fahrer über den Zeh fährt? Keine Ahnung. Mit diesem Schuh kann ich meine eigene Frage beantworten. Also Vorteil Nummer 2. Gut, wir schauen zum nächsten. Wir haben diese Schuhe nicht nur in einem weißen Design, sondern hier auch in einem wunderbaren, fröhlichen, frühlingshaften Zitrusgelb designt. Nicht mal das Originalgelb von Off-White, sondern ein Zitrusgelb wurde hier gewählt. Das kann natürlich auch einfach die Belichtung schlecht sein. Die Schuhe werden hier nicht mit Schuhbändern gebunden. Scheiß auf Schuhbänder. Kein Mensch braucht mehr Schuhbänder. Du hast hier einen Zur. Heißt das Zur? Bei uns in Österreich heißt das Zur. Ist auch völlig wurscht. Ziehst die Schuhe zusammen, die sind geschlossen. Ja? Also braucht man auch nicht mehr. Schlagfest sind sie aufgrund der Steel Toe Cap, also wir haben hier Stahlschuhe, vorne ist eine Stahleinheit mit eingenäht, mit eingebracht, damit hier wirklich Autos drüber fahren können und deine Zehen sicher sind vor jeglicher Gefahr im Club, auf der Straße oder natürlich auch bei der Arbeit, denn dies sind ja Arbeitsschuhe. Aber so stylisch, dass man sie natürlich auch draußen rocken kann. Wir schauen gleich mal weiter. Also hier steht einiges geschrieben über das Design von Off-White und natürlich auch Yeezy. Hier wird das Ganze als kreativ beschrieben und hier steht auch nochmal, dass sie nicht nur Stahl verarbeitet haben, sondern auch Kevlar. Wer Kevlar nicht kennt, das ist ein Material, das verwendet wird, um gewisse Dinge Splitterschutz bzw. schusssicher zu machen. Und auch diese Dinge kommen hier im Schuh vor, werden hier verarbeitet. Also ein Top-Notch-Produkt für, ich habe mal angesehen, $67. Also kann man sich auf alle Fälle gönnen. Ist auf jeden Fall billiger als ein echter Yeezy oder ein echter Nike Off-White. Aber nicht nur, dass hier wirklich professionelle Fotos gemacht werden, sondern wir haben hier auch ein Werbevideo und auf das freue ich mich schon die ganze Zeit. Das werden wir uns hier jetzt einfach mal ansehen. Wir sehen hier gleich mal, du kannst damit auf Nägeln herumspringen. Kann man natürlich brauchen, kann man auch nicht brauchen. Im Prinzip kann man es außer auf der Baustelle nie gebrauchen, außer du bist wirklich in Clubs unterwegs, wo es gang und gäbe ist, dass man seine Gläser nicht zurückgibt, sondern einfach smasht am Boden. Dann, wenn dein Zeh getroffen wird, kein Problem. Und auch wenn du über Scherben gehst, alles kein Stress. Mit diesen tollen Schuhen wird dir alles hier erleichtert in deinem Leben. Außer natürlich, wenn es darum geht, Mädels aufzureißen, weil, ja, hallo! Tschüss! Ja, hier haben wir es. Wir sehen hier nochmal, das Ganze ist nicht gefaked. Das wurde wirklich aufgenommen, funktioniert mit den mit dem Auto über den Fuß fahren. Wichtig, das ist wichtig, Freunde. Das müsst ihr noch erkennen. Ja, also man kommt auch nicht mehr raus. Muss man auch nicht, weil man ist ja eh geschützt. Oh mein Gott, was steht hier? Hier steht nicht mal Off-White, sondern hier steht Off-Wood-Tie. Off-WH-Tie. Also sich einfach mal gedacht, ist ja wurscht, wie man Off-White schreibt, Hauptsache es schaut so aus. Wie Meier sind diese Schuhe, das ist abnormal. Einfach mal abwischen und der Schuh ist wieder fresh. Ziegelsteine zerschlagen. Aber auf der Baustelle besonders wichtig, oje, jetzt muss ich diesen Ziegelstein zerschlagen, wo lege ich den am besten unter? Am Boden? Na, der Kies ist mir zu schade, ich lege ihn auf meinen neuen
Yeezy Off-White Arbeitsschuh und zerschlagen da. Kein Problem, Schuhe wieder sauber machen und fertig. Nochmal auf Nägeln herumspringen, das ist besonders lustig mit diesen Schuhen, habe ich mir sagen lassen. Und, was haben wir hier kurz gesehen? Es steht hier einfach nicht unten Boost, sondern es steht Sport. Das heißt, es sind, oh mein Gott, was ist das für ein Produkt? Es sind nicht nur Yeezy Off-White Schuhe, sondern auch noch Arbeitsschuhe und Sportschuhe. Das heißt, du kannst mit Stahlkappen auch laufen gehen. Stelle ich mir besonders gemütlich vor und gut für deine Laufmuskulatur, also auf jeden Fall förderlich und empfohlen von Stiftung Warentest. Sie haften auch besonders gut. Also wenn du Fan von Spider-Man bist oder einfach nur so kletterbegeistert, kauf dir diese Schuhe und du kannst in der Stadt nicht nur flexen, sondern auch die Gebäude emporlaufen und von oben besonders nette Selfies schießen. Alles möglich mit den neuen Yeezy Off-White Sport Arbeitskletterschuhen. Das ist auch meiner Meinung nach das Sinnvollste, was man mit diesen Schuhen machen kann. Einfach mal zerstören. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, aber hier wird auch nochmal der Boost irgendwie angedeutet mit diesem weißen Material. Kann natürlich auch das Kevlar sein, das deinen Schuh schutz- und splittersicher. Das habe ich ja komplett vergessen. Du kannst mit deinem Schuh, wir fassen zusammen, nicht nur arbeiten gehen, nicht nur in den Club gehen, nicht nur klettern gehen, nicht nur auf Nägeln springen, nicht nur von Autos überfahren werden, sondern du kannst damit auch in den Krieg ziehen, gemeinsam mit den Yeezys, das ist ja das letzte Produkt. Die Yeezys! Also es ist wirklich ein multifunktionales Produkt und ich bin mit $67 auf jeden Fall dabei und bestelle mir diesen Schuh. Was soll noch kommen? Liebe EVN, liebe Energieversorgung Niederösterreich, warum teure Arbeitsschuhe kaufen, wenn ihr auch mit den neuen Yeezy Off-White Klettersport Arbeitsschuhen, Kriegsschuhen ebenfalls stromgeschützt seid? Ihr könnt hier wirklich auf den Strommasten herumlaufen, balancieren, slacklinen, was ihr wollt, mit diesen Schuhen ist alles möglich. Wasserdicht, warum nicht auch tauchen damit? Vollkommen zu Recht. Was haben wir hier? Flüssigstickstoff kann man auch in die Schuhe hineinlernen. Also wirklich, get yours today. Get yours today, liebe Freunde, in den Farben. Gelb, rot und weiß. Nein, schwarz war das. Bekommt ihr eure Yeezy Off-White, ist falsch, Yeezy Off-WHT Teil, bekommt ihr diese Schuhe. Ich bin hin und weg, ich bin begeistert von diesem Schuh und ich kann euch nur ans Herz legen, diesen Schuh zu kaufen. Zahlt sich auf alle Fälle aus. Dann einfach mal zerstören und lieber auf maximilian.eu gehen und ordentliche Dinge bestellen. Ja, das war die Review. Ein Produkttest folgt vielleicht noch. Vielleicht bekomme ich diese Schuhe. Das war eine Idee. Wenn du findest, dass ich mir diese Schuhe kaufen sollte, dann schreib mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn ihr Fan von diesem Schuh seid oder wenn euch das Video einfach nur unterhalten hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, liebe Freunde. Ich bin klarer Fan dieses Produkts, aber nicht nur, weil man es so vielfach reinsetzen kann, sondern auch, weil das Design die Originale um Welten schlägt. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Produktetest oder Produkte-Review am Freitag. Bis dahin, euer Maximilian.